Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Dead by Daylight. Und wir spielen ein bisschen Survivor. Noch mehr Survivor, natürlich. Wir müssen ja die plus 150% Blutpunkte kriegen. Damit wir unsere Charaktere aufleveln können. Charaktere. Ja, genau. Richtig, genau so. So nicht anders. Jeder rennt von Wände. Oh, die kann ich hoch an die Füße gucken. Irgendwelche Küche. Oh, die haben eine Handriss und eine Nuss. Das hab ich schon mal gehört. Ein Nuss hab ich jetzt erst gehört. Ja, jetzt weiß sie, dass wir hier sind. Gut gemacht, Huntress, Lara Croft. Junge. Jetzt kommt sie. Ja. Warum ist Lara Croft hinter mir? Oh, damn, sorry. Larachen. Die hat mich nicht gehört. Was ist denn das? Junge, die hat einfach nur die Paletten. Einfach so wie Mario, weißt du? So dieses 8-Bit gehört, so dieses Aufbauspiel. So in etwa. Und. So in etwa hat sie geguckt. Ist nix. Okay. Das nächste Mal können wir uns hinter Feuer verstecken. Manchmal funktioniert das auch. Schon mehrmals gesehen. Schon mehrmals. Da ist noch Jenny in der Mitte neben der Shack. Oder neben. Ist das die Shack oder Main Gebäude? Ich glaube Main Gebäude. Ja. Okay. Inseilen. Warum rennt mir Lara Croft hinterher? Ich glaube, warum kommt das hinter mir? Das ist irgendwie, ich habe keine Ahnung. Was will die denn von mir, Junge? Die rennt hinter mir wie ein scheiß kleiner Schoß. So, das Handriss. Ja, einfach mal so ein Kommandobefehl, ne? Und jeder rennt dahin. Habe ich nicht gesagt. Da hinten ist die Nuss. Sie gibt's zu wissen, ne? Da hinten ist Lara. Lara Köftelein. Ich glaube mal, Lara kommt mit mich. Sie hat Angst ohne mich. Okay, das ist nicht Lara, kommt zum Glück. Ah!
Ich hab sie hier irgendwo da. Folge mir, folge mir. Jin, Jin. Jin. Hier drüben ist Jin. Wenn Lara Croft Russin wäre, ne? Das wäre Oma ein Highlight. Wie sich sie dann anhören würde. Naja, Lara Croft ist auch smart, ne? Also, kann sie viele Sprachen? Die Frage? Wahrscheinlich, ne? Also, Spanisch kann sie ganz sicher. Hat man in mehreren Filmen gesehen, dass ich Spanisch kann. Mit Spielen bin ich mir nicht so sicher, ob niemals ein Lara Croft Spiel spielt. Das war nur ein, aber das war auf der PlayStation 3. Da war auch die Audioqualität richtig Banane. Mein erster Hook, dang. Mal sehen, ob ich mein Dings brauche. Das ist wild, ey. Das ist wild. Pass auf, zweimal. Zack, zack, einmal durch. Junge, kannst du den nicht erzählen. Ist schon alles offen. Wow, ey. Sie wollte wie Adam und Eva machen. Stand sie so da. Willst du meinen kleinen Finger halten? Liebe Welt. Totally not clowning around. Nur Russen oder Russe. Leon P. Daddy. Wir hatten Leon im Match. Ja, okay.
Gut, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Mal sehen, was wir dafür komische Sachen finden. Ich will gerade die zweite Runde starten, ja, und dann sehe ich das, der Anzeigenhauptmeister. Ich habe einfach nur gesagt, yo, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Abend, ne, und dann so, jemand sagt, oh, danke, und dann der Anzeigenhauptmeister, du auch, okay? Dang. Nein, ich wollte schreiben, Mann, das kann doch nicht sein. Warum immer wieder dieses Drecksgame? Warum das mit diesem scheiß Chat nicht funktioniert? Du willst draufklicken, schreibst was, siehst du denn, hast nichts geschrieben, weil du einmal drauf geklickt hast. Obwohl es ausgewählt wird, dass du was schreiben kannst. Ah. Das ist dumm. Ich finde das richtig dumm. Das mag ich gar nicht. Das habe ich schon immer in DBD gehasst. Dasselbe ist, du kannst ja nicht mal mit deiner, wenn du schon aus dem Spiel raus bist, ist jetzt egal, ob 2 vs 8 oder normal, wenn das jetzt kommt. Du bist aus der Lobby raus, also nicht aus der Lobby, sondern du hast ein Spiel fertig. Musst dann halt warten, bis deine anderen Kollegen, mit denen du spielst, oder Freunde, mit denen du spielst, bis sie dann fertig sind mit der Runde, ne? Oder mit irgendwelchen Randoms, schreibst du ja auch manchmal im Endgame-Chat. Am Ende der Runde. Aber du kannst das nicht während des Spectatens tun. Also theoretisch siehst du nicht, was die Leute schreiben, während du spectatest. Und deswegen dachte ich mir zum Beispiel, baut doch einfach auch mal so ein Endgame-Chat in den Spectator-Modus rein. Da musst du nicht immer hin und her swappen, beziehungsweise der Endgame-Chat wird ja auch wahrscheinlich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wird aber gelöscht dann, weil du in den Spectator gegangen bist. Was soll das jetzt bringen? Die liegt da immer noch. Perfekt. Gut, dass sie mich nicht angeklotzt hat. Gut, gut, gut. Komm, hier, geh weg, geh weg. Lass nicht sehen. Ja, ist gut. Kannst du den Kähnen erzählen? Ja. Oh Gott, ich kann nicht hier rein. Können die ja mal gerettet werden? Ich werde gerade eh hinterher gejoppt. Oh Gott, ey. Die Armen. Die Armen. Das Schlimme wäre, wenn sie noch getötet werden. Mach ich nicht. Palette ist wichtiger hier. Was hat das denn gebracht, Mann? Wir wollten über gar keine Palette währenddessen. Sind die Leute, die nicht wissen, was ihre Ability tun.
bin versteckt. Sie hat mich nicht gesehen. Scheiße. Er hat mich gesehen. Die beiden haben mich gesehen. Natürlich. Natürlich, sie stecken im Leben. Junge, er hat einen Speedboost von über 9000, Alter. 9000. Nein, Fersen! Schön, danke, danke, danke. So, das sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Zwei. Das ist fertig, das ist nice. Gut, jetzt noch den hier. Das jetzt, ja, werden ja auch hier kommt zugrunde getunnelt. Ich muss mich heilen. Irgendwie heilen, irgendwie heilen. Perfekt, perfekt, perfekt. Danke, Quentin, danke. Das ist sogar der Anzeigenhauptmeister. Boah, das sieht doch wirklich so fast aus. Fällt mir gerade auf. Danke, danke, danke. Da hinten ist das Tor. Knapp. 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 Nächste Gang. Entschuldig. Na, zu spät, würde ich sagen, ne? Das war jetzt deine Kiste. Also, du willst es abhauen. Ach so, du hattest den mal hinterher. Ciao. Nice. Nos, okay, ich dachte, naja, wenn Geist hinter ihr hergerannt wäre, wäre sie, glaube ich, mal schneller gut geworden. Deswegen hat es mich gerade verwundert. Wäre sie schneller auf den Boden gelegen. GG's, thank you. It was me, Jake. That wasn't right. Danke, Dwight. Ja, kann schon mal passieren. Wir sehen ganz sicher ähnlich aus.
So. Noch so eine crazy Runde. Mal sehen, was wir in Runde 3 finden. Ob es da auch noch spannend wird. Ist ja alles scheiße. Das. Das. Wenn wir sowas finden. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. So, wir sehen uns gleich in der dritten Runde. So. Wir sind ja auch in einer vierten Runde. Dritten meine ich. Ups, sorry. Dritten Runde. Sable. Lässt es sich völlig gemütlich gehen. Nur mit ihren Fass-Bikinis. Und zwei schon am Haken. Andres und Geist. Wie gehört. Wie gesehen, wie gehört. Sich selber an. So geil. Flashlight. Ich kann mich ja nicht heilen. Beziehungsweise auch wenn ich Escapist hätte und hätte die Ability noch nicht freischaltet, könnte mich auch noch nicht erinnern. Okay. Ja, extra habe ich gewartet. Hättest du es einsehen können? Erzählen, Alter. Er mag mich nicht mehr. Boy, ich kann es nur weitermachen. Gut, nice. So, ich würde sagen, wir resetten erstmal die Palette. Mal hier weiter, weil wir hier einen Gen haben. Thank you.
Okay, dann nicht. Ja, da ist der Killer, siehst du? Hä? Habt ihr schon gesehen? Schon vom Killer gesehen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja! Ich liebe es, Chaos, das kannst du mir nicht erzählen, Mann. Das ist so gut. Das ist so geil. Ach, was? Ich mach vielleicht noch eine vierte Runde. Hab ich einfach mal so beschlossen, weißt du mal. Das ist einfach zu witzig. Das ist zu witzig. Die muss ich nachladen. Dann. Mann, verpiss dich. Die mag mich nicht. Nice. Ich bin. Was hat dir das jetzt gebracht? Ein Cage, ne? Junge, die meisten sind ja da, Junge. Alle da aufgetummelt. Die anderen zwei holen mich. Wollen mich wohl, die da hinten wird attackiert. Hack Knight. Hier, danke. Perfekt. Ich hab ne Free Flashlight bekommen. Ist offen, das ist schon mal gut. Kommen wir da auch raus. Ich wollte sagen, wo rennst du hin? Hier ist ein Gate. Hab schon geguckt. Alter, drei Sables, Junge. Okay. Dining on Sable. Das heißt nicht mehr The Shining, das heißt jetzt Shining on Sable. Sable Shining. The Shining Sable. Ich will rein. Medic, Guide. Escapist, Scout. Was für ein Bild, ey. Krass. Gut, wir machen jetzt kurz die vierte Runde und dann geht's los. Let's go. So, der vierte Runde. Das jetzt, warum wird denn das so angezeigt? So, besser. Gleich an Jenny stürzt, ne? Ich war Mikila. Oh, Mac und Mikila hier. Das ist ein Guide, deswegen. Was machst du? Warum droppst du einfach? Wie droppst du diese Palette? Wäre nicht nötig gewesen. Thank you.
Ich war hinterm Stein und das hat mich trotzdem noch getroffen. Geil! Ja! Server! Serverweit! Global! Latency von einem Ping von 200. Wird ja eh nicht mal angezeigt. Also. Ich hol dich. Nice. Na, siehst du, was brauchst du denn da hinkommen? Das siehst du unten links. Oh, noch einer fertig. Nice. Wo? Da hinten hoch. Komplette falsche Seite. Ups. Wollte ich nicht. War nicht so gut eigentlich. Die Palette setzen wir nicht da. Ich setze die mal hier. Wenn wir den hier fertig haben, machen wir den. Dann das mache ich die Palette. Dann können wir den Jelly machen. So funktioniert das. Ich muss noch eine Toolbox looten. Das ist, was ich muss. Und muss das hochgehen? Oh, ich dachte, das war die Spirit. AFK also. Nikila? Danke. Drei Gens noch. Ich mach mal die Kiste hier auf. Ich glaube, da ist auch noch ein Gen drin. Ne, da ist Licht drin, also der Gen ist schon fertig. Da ist einer. Da ist einer, sieht man es schön leuchten. Ja. Noch wie schnell, da hinten wird einer. Wir haben gerade drei Gems, das ist zu. Der wird ja eigentlich schnell fertig, außer Huntress kommt zu uns. Ja, natürlich musst du auch verkacken. Wenigstens hältst du mich. Das ist sogar Medic. Dann gehe ich da in die Mitte. Oder. Ist hier auch ein Gym? Ich hab nicht geglotzt. Yeah.
Ziel hinter mir. Jetzt ist es weg. Warum habe ich manchmal keinen Sound gehabt? Also, wenn ich wollte, mache ich ja eigentlich Geräusche für die Killer, dass sie es hören, dass ich da drüber gegangen bin. Ich habe zweimal keine Geräusche gemacht. Ohne diesen Buff von den Escapist. Weil er kann ja seine Ability dafür nutzen. So, der ist fertig. What? Ach so. Nee, hä? Ach, sie hat Uff gemacht, okay. Wird dann Uff gemacht. Okay. Vierte Runde wurde ja nicht so crazy anscheinend. Vierte Runde hat sich ein bisschen freundlicher entpuppt, ne? Also. Ach, guck dir mal Spirits Schild. Fuck war das? Guck dir mal Spirits Schild an hier. Voller Glasscheiben. Oh Gott. Nein! Dachte mir das schon. Ja, und dann. Das ging auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür bin. Oh. Extra erwartet. Ich hab ein Blümchen auf meiner Maske. So, gut. Das war die letzte, oder? Ja. No one hard to despair. Gut. Das konnten wir leider nicht machen. Wir haben nichts Erhöhtes gefunden. Gut, also ich hoffe, es hat gefallen mit dieser Runde, mit dieser DBD-Runden als Survivor Jake Park. Wir hatten ein paar okaye Runden, okayisch Runden und ein paar, die waren auch sehr, 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 sehr witzig. Naja, mal sehen. Ich habe 19 Stunden eigentlich noch, ne? So schnell kann man auch aufnehmen, ne? 19? 20, okay. Gut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, ciao. We'll be right back.